Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Indiana Jones und ich bin immer auf der Suche nach dem neuesten Heiligen Gral. ja, könnte das der Bare Mineral Bronzer sein? Ja, Bronzer. Oder ist es vielleicht das Cloud Set Powder von Kosas? Oder sind es vielleicht diese holographischen, ja, holographischen Lidschatten von Glam Shop? Wenn du mich auf diesem Abenteuer begleiten willst, dann bleib jetzt einfach dran. Bis gleich. So, hallo meine Lieben. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, als erstes ganz kurz vielen Dank für eure lieben, tollen Nachrichten auf mein Q&A. Ich war echt so geflasht, dass das so viele Leute angeschaut haben, sich so viele Leute dafür interessieren, wer ich bin. Und ich will mich nicht so lange damit aufhalten, aber danke. So, genau. Also, heute geht es hauptsächlich um den Bronzer. Ja, das ist ein neues Produkt von Bare Minerals, das quasi ein Blush und ein Bronzer in einem ist. Ein Bronzer eben. So sieht das gute Stück aus. Das probieren wir gleich aus. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, denn ich habe den tatsächlich noch nicht ausprobiert. Der ist ganz, ganz frisch. Das ist also ein First Impression. Ich habe ihn allerdings heute schon mal auf meine Hand geswatcht und ich war schwer begeistert, ehrlich gesagt. Ja. Dann habe ich noch das Kosas Cloud Set Puder und das ist kein First Impression. Das benutze ich jetzt schon bestimmt seit 2, 3 Wochen und ich liebe es. Aber das zeige ich euch auch gleich, beziehungsweise ihr werdet es nicht sehen, denn es ist unsichtbar. Und genau, ich habe bei einer polnischen Internetseite, die heißt Glam Shop, Lidschatten bestellt. Und zwar so Single Lidschatten in so einer magnetischen Palette. Holla die Waldfee, kann ich nur sagen. Und ja, da sind 4 echte holographische Lidschatten dabei. Ich war total geflasht. Damit werden wir einen kleinen Look schminken. So, jetzt fangen wir aber ganz kurz an mit dem Kosas Puder. Denn ich möchte mein Gesicht setzen. Ich habe mir Concealer aufgetragen und ich weiß nicht, ob du das siehst. Jetzt muss ich das hier mal runterdrehen. Aber ich habe hier diese Streifen unter den Augen und die müssen weg. So, und dafür nehme ich einfach so einen kleinen Pinsel. Ich drücke mir das gerade mal so ein bisschen hin. So, und jetzt kommt das Puder, bevor der zurückkriecht. Und tupfe ich mir hier so drüber. Und das Tolle an diesem Puder ist, dass es quasi unsichtbar ist. Es ist nicht komplett unsichtbar, im Sinne von, es hinterlässt so einen ganz, es hält ein bisschen auf, das meine ich damit, aber nur ganz minimal. Also wenn ich das mit einem großen Pinsel übers Gesicht tue, dann sieht man davon nichts, aber es settert das Make-up halt echt toll. Und es nimmt auch nicht den Glow, also es macht zwar matt, aber der Glow kommt nach einer Zeit wieder so ein bisschen durch und sieht super aus. Ey, dieses Puder, der Hammer. Ich meine, hier, siehst du das? Mit Puder, ohne Puder. So. So. Gesettet, bam. Und den Rest von meinem Gesicht sette ich jetzt auch mal ein bisschen. Dafür nehme ich so einen großen Pinsel. Und ja, was ich so super an diesem Puder finde, ist, dass meine Haut ist ja staubtrocken, aber dieses Puder stört sie nicht. Es betont keine Fältchen, es macht meine Haut nicht schlimmer, versteht ihr, was ich meine? Ich will ja eigentlich nur Puder benutzen, damit mein Make-up nicht rumrutscht, aber oft sieht danach meine Haut einfach aus und durch dieses Puder eben nicht und es bleibt so. Man sollte allerdings natürlich auch damit nicht übertreiben, nicht zu viel, aber so ist es jetzt praktisch unsichtbar. Das ist, siehst du, unter meinen Augen, das ist nicht so cake-cakeig oder irgendwas. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich bin sehr begeistert. Ich mag Puder eigentlich überhaupt nicht. Okay, dann kommen wir jetzt zum Bronzer. Ich bin da so gespannt drauf, aber ich habe hier irgendwo ein Haar kleben. Katzenhaar, Katzenhaar, irgendwo bist du. Wo bist du? Es ist hier irgendwo. Naja. Oh, apropos Katzenhaar. Easy.
Ohne deine Ohren kannst du dich doch nicht schminken. Wo ist dieses Haar? Ich fühle es. Ich fühle es, aber ich sehe es nicht. Was ist das? Ein Phantomhaar. Okay. ja, genau, der Bronzer. Es gibt ihn in drei Farben. Kiss of Pink, Kiss of Copper, den ich habe, und Kiss of Rose. Kiss of Rose ist der dunkelste und Kiss of Pink ist der hellste. Und eigentlich könnte man ja sagen, okay, das ist halt ein Blush. Ja, ist halt ein Glowy Blush. Ich muss aber sagen, dass es in dem Swatch heute auf meiner Hand definitiv so einen Bronzer-Charakter hatte. Zumindest diese Farbe. Die beiden anderen habe ich nicht ausprobiert. Aber das ist tatsächlich dieses warme... Es sah aus wie ein Bronzer mit ein bisschen Blush. Kannst du nicht anders sagen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Produkt ist, das man unbedingt haben muss. Also das kann man, diesen Effekt kann man einfach mit einem Bronzer und einem Blush erzielen. Aber tatsächlich trage ich zurzeit total gern einfach nur Bronzer. Und zwar so einen glowigen. Ich nehme gerade sehr gerne entweder den von Elf und dann mache ich da einen Highlighter drüber. Oder ich nehme den von Catrice aus der Sungasm LE. Den mag ich gerade total gern. Und der hat auch so einen, der hat eben so einen Schimmer und da mache ich gar keinen Blush dazu und das sieht super aus. Aber deswegen bin ich jetzt auf den besonders gespannt. Weil manchmal mache ich dann doch noch so ein bisschen Blush dazu, damit ich ein bisschen mehr Farbe im Gesicht habe. Okay, also er hat kein Kickback. Warte, ich swatche ihn dir erst noch schnell. Moment, ich swatche ihn dir. Was mich auch echt beeindruckt hat, ist, dass der super gut auf meine Hand gehalten hat. Also der Swatch von vorhin, der war eigentlich noch da, bis ich das Video angefangen habe zu drehen. Aber wie du siehst, sieht das nicht so aus, als würde der sich mega fleckig verblenden lassen. Mega unfleckig. Ne? Also er wirkt etwas fleckig. Da, wo ich es hingeschmiert habe, da ist es auch. Deshalb bin ich ein bisschen nervös. Aber es ist so eine richtig schöne Farbe. Von weiter weg siehst du es besser. Das ist so ein peachiges Braun Bronzerdings. Okay. Der Pinsel hat Farbe drauf. Ich konnte sie nicht abschlagen. Ne? Hast du gesehen? Da fliegt nichts. Dann machen wir es. Wir tun es. Also, Pigment ist definitiv da. Das ist eine Kritik, die ich an dem Kosas Puder habe. Ich habe das Gefühl, dass nach diesem Puder andere Pudertexturen nicht so gut auf der Haut halten. Aber der hier, den siehst du sofort. Also ich meine, man sieht die dann schon gar nicht, wenn man sie aufträgt oder nur leicht. Aber der hier ist definitiv sehr pigmentiert. Damit sollte man also aufpassen, wenn man das nicht so mag. Und hier ist er jetzt eigentlich auf jeden Fall unfleckig geworden. Mal schauen, wie das hier so abläuft. Ja, das sieht auch ganz schön aus, muss ich sagen. Sieht tatsächlich so ein bisschen nach Sonnenbrand aus, aber schön. Also ich mag ja den Sonnenbrandeffekt. Klar, auf die Nase muss es auch. Ein bisschen auf die Stirn, an den Haaransatz. Meine Stirn ist so kurz, deswegen ziehe ich das immer nicht zu weit runter, weil das verkürzt die Stirn nur noch zusätzlich. Es sieht original aus wie ein Sonnenbrand. original Sonnenbrand, oder? Aber halt auch original Sommerfrische. Ja, da vielleicht noch ein ganz kleines bisschen. Ich glaube, ich mache das jetzt einfach mal, aber ich glaube, zum Konturieren unterm Hals ist der eher nicht so geeignet, weil das sieht komisch aus. Schau mal. Schau, das ist. Als wäre ich da orange. Ja, nee. Also dafür ist er nicht geeignet, was schade ist. Ich meine, es ist irgendwie logisch, aber es ist auch ein bisschen schade, weil es halt dann nicht so ein One-and-Done-Produkt ist. So ein Teil, was du dir nochmal drüber klatscht und fertig bist. Also für jedenfalls nicht, wenn du unterm Kinn dir noch ein bisschen Farbe hinmachen willst. Aber der Look an sich gefällt mir echt gut. Ich würde es aber nicht Bronzer nennen, ich würde es Sonnenbrand in dem Tiegel nennen. ja, das ist sehr... Ne, siehst du, oder? Aber mir gefällt es total gut. Also ich werde damit rumlaufen. Mit der Irre werde ich damit rumlaufen. Jeder wird mich fragen, wo warst du? Warst du auch auf den Malediven? Und ich sage, nein. Ich war im Keller mit meinem Bronzer. Okay. Konzentration easy. Denn wir haben
Lidschatten. Und die swatche ich euch jetzt mal schnell. Ich werde euch da aber definitiv auch Tageslichtswatches einblenden, denn diesen holographischen Effekt, den sieht man unter Kamera und unter dieser Beleuchtung nicht. Dafür braucht man Sonnenlicht oder direktes Licht vom Handy oder so, aber das ist echt krass. Werdet ihr sehen. Moment, ich swatche. So, hier siehst du diese 6 Lidschatten, das sind nicht holographische Lidschatten, aber trotzdem wunderschön. Die habe ich auch mitbestellt. Die hier nennen sich Pressed Pigment Turbo Glow. Genau, das sind die Turbo Glows. Das sind Marble Lidschatten. Ich zeige sie dir gleich auch nochmal in der Box. Und hier unten die 4, das sind die Holo Lidschatten. Und ich wette, du siehst es in dem Licht nicht. Ich versuche mal, ob ich mit dem Handy mit der Taschenlampe drauf scheinen kann. Ja, ich glaube, du siehst es nicht. Ja, vor allem nicht, wenn die Taschenlampe gar nicht an ist. Ja, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber wie gesagt, ich mache dir Tageslichtswatches. Jedenfalls sind die sparkly, sparkly, sparkly. So, hier ist wieder Schneide Easy und jetzt schau mal da oben, das sind die 6 nicht holographischen Lidschatten, die sind aber auch wunderschön und da sind jetzt die Holos, schau mal, diese Regenbogen-Sparkle und achte mal darauf, wenn meine Hand im Schatten ist, mein Arm, dann siehst du diese Regenbogen-Sparkles nicht, aber in der Sonne, wow, geil, oder? Hier siehst du nochmal, das sind die Turbo Glow, genau. Turbo Glow, Marble und das hier unten sind die Hololidschatten. Davon gibt es nur 4 Stück. Es gab wohl auch mal einen, der hieß Nude, das war auch so ein Braunton, aber den gibt es nicht mehr leider. Und jetzt gibt es eben noch diese 4. Der heißt, ich glaube Bronze, ich schreibe euch das sowieso in die Infobox, wie die heißen. Aber das waren die teuersten von all diesen Lidschatten, die kosten so um die 7 Euro irgendwas. Die hier waren 5 Euro, beziehungsweise 4,13 Euro oder so und das war auch irgendwas um den Dreh. Sehr, sehr günstig, also für den Effekt, ich sag euch, auch diese Turbo Glow Dinger, mein Gott, sind die schön. Und diese Marble-Farben, oh, die sind echt alle so schön. Ich würde sie nicht, oder wenige von diesen Farben würde ich einzeln tragen, sondern ich würde sie mit einem matten Lidschatten kombinieren. Die haben übrigens auch matte Lidschatten. Ich weiß nicht, warum ich da keine matten bestellt habe. Ui, und schau mal, der eine staint ja wie Sau. Bist du Stain oder bist du ein Ausschlag? Nein, nein, das ist ein Stain, keine Sorge. Ich sehe so gebräunt aus. Okay, damit schmecken wir jetzt einen Look. Wir machen was ganz Einfaches, okay? Und weißt du was? Wir nehmen den Bronzer als matten Lidschatten. Der ist zwar nicht richtig matt, der hat einen leichten Glow, aber nicht, also es ist wirklich nur so ein zarter Glow, es ist kein Glitzer oder so. Für einen Lidschatten passt das schon. Und dann nehme ich einen fluffigen Pinsel. Ja, du bist schön fluffig. Und fange mit dem Bronzer kurz an. Ja, nein, ne? So, abschlagen. Ah, mit dem kleinen Pinsel hat er doch ein bisschen Kickback. Jedenfalls gebe ich mir den hier mal so ein bisschen in die Lidfalte. Ach, das ist auch ein wunderschöner Lidschatten. Wahnsinn. Ich glaube, das wäre mir wahrscheinlich, obwohl das geht auch, auf dem Lid, so konzentriert, hat er noch mehr von dieser peachig warmen Farbe, ne? Schönes Ding. Schönes Ding. Jedenfalls gebe ich mir den hier nur so ein bisschen in die Lidfalte. Ich will jetzt ja gar keinen so dunklen Look machen. Ich will Glitzer. Ich will da Drittglitzer drauf klatschen. Ganz ehrlich, der macht sich super als Lidschatten. Der lässt sich auch total gut verblenden. Wow. Genau, ich versuche es mal mit so einem relativ festgebundenen Pinsel. Ich versuche es mal mit dieser Farbe, weil die farblich hier gut zusammenpasst. Die sind allesamt, alle wie sie da sind, aber vor allem die unteren beiden Reihen, super weich. Wenn du da reingehst, ihr seht es vielleicht schon, wie flockig die sind. Die sind wie so eine Creme und sehr, sehr weich und flockig. Okay, also wir nehmen den hier unten. Wie heißt du denn? Ich schreibe euch die Namen von denen auch nochmal unten hin. Aber der heißt Holo Nat Ciplo. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Es ist polnisch. Aber es ist eine schöne Farbe. Was heißt aber? Und es ist eine schöne Farbe.
So. Auf dem Pinsel ist der auch schon sehr flockig, krümelig. Seht ihr das? Wünsche mir das Beste. Das sind Lidschatten mit, da soll man das Face-Make-up nachher machen. Aber habe ich jetzt halt nicht so gemacht. So. Oh, 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 oh ja. Sie flocken herunter, aber wow, die Farbe ist super schön, super schön. Aber es ist auch ein bisschen eine Sauerei. Und die sind so heftig deckend. Wow. Ey, das passt auch mega gut zusammen, die beiden Farben. Das sieht total gut aus, aber ich habe zu viel genommen. Ich hätte vorsichtiger sein müssen. Das ist jetzt ein bisschen viel, aber ist egal. So könnt ihr aus meinen Fehlern lernen. Ich muss das reparieren. Moment. Gut, ist jetzt so. Ist einfach viel drauf. Sieht aber auch super aus. Das ist jetzt ein bisschen schlampig, okay, aber. Die andere Seite mache ich mal ganz vorsichtig mit dem Finger. Denn ich habe die schon ausprobiert und mit dem Finger funktioniert es eigentlich besser. Versucht es gar, solltet ihr euch entschließen, euch die zu holen, versucht es gar nicht erst mit dem Pinsel, macht es direkt mit dem Finger. Aber vorsichtig, denn die kleinste Menge deckt schon euer komplettes Lid ab. Also ich meine, da musste ich jetzt nicht irgendwie groß rumdrücken oder wischen oder so. Also man presst die eigentlich nur so auf und zieht so ganz vorsichtig die Farbe weiter und das ist komplett deckend. Also wenn ich darunter irgendwie einen schwarzen Lidschatten hätte, dann wäre der jetzt abgedeckt, weil die so deckend sind. Aber wirklich schön, Wahnsinn. Ich mache mir jetzt noch ein bisschen Highlighter auf meine Wangen. Ich habe das Gefühl, ich glänze noch nicht genug. Irgendwie sehe ich so ein bisschen matt und langweilig aus. kleiner Scherz. Ich glänze wie ein. Ist mir egal. Jetzt kommt noch mehr Glanz. Und zwar nehme ich von NYX den High Glass Illuminator, heißt der. Illuminating Powder. Den gibt es schon gar nicht mehr im DM. Den gibt es nur noch online, glaube ich. Aber so viele YouTuber haben davon geschwärmt und erzählt, wie toll der ist und dass der so einen schönen subtilen Glow gibt. Und dann dachte ich mir, okay, dann probier es das halt mal aus. Wenn alle sagen, das ist so toll, und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der ist wirklich toll. Ich habe diese mittlere Farbe und ich finde den so, so schön. Vor allem eben, weil der nicht so krass ist. Ich weiß gar nicht, ob ihr den in der Kamera sehen könnt. Das ist ein subtiler Glow. Ja, ihr seht es wahrscheinlich in der Kamera gar nicht. Ich mache ihn mal mit dem Finger drauf. Im echten Leben benutze ich aber einen Pinsel dafür und ja, mit dem Finger seht ihr das vielleicht besser. Und es sieht so schön aus. Das sieht einfach so natürlich und ja, das ist dieses Glow from within Ding. Das ist wirklich richtig schöner Highlighter. Vor allem diese mittlere Farbe ist nicht eben nicht zu hell, nicht zu icy, nicht zu in your face. Gefällt mir total gut. Vor allem zu so einem Sonnenbrandlook. Sehr schön. Okay, dann lass mich den Look noch schnell fertig machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, ihr Lieben, da bin ich wieder. Ich habe benutzt den Buttergloss von NYX in der Farbe Bit of Honey und die Lash Sensational Mascara und ein bisschen schwarzen Kajal oben in der Wasserlinie. Und ich bin sehr zufrieden. Ich meine, Entschuldigung, schau mich an. War ich im Urlaub oder war ich im Urlaub? ja, genau. Also, hier kommt mein kleiner Senf, mein kleines Fazit. Dieser Bronzer ist geil. Muss man ihn haben? Nein, du kannst auch einfach einen Bronzer und einen Blush nehmen in der entsprechenden Farbe. Wenn man ihn haben will, bereut man es, wenn man ihn sich geholt hat? Ich glaube nicht. Also ich finde ihn richtig toll. Also ich sehe mich jetzt schon, den werde ich die nächsten Tage, Wochen nur noch verwenden. Ich finde es richtig, richtig toll. Mein Kosas Puder liebe ich sowieso. Das ist der einzige Grund, warum ich es euch gezeigt habe. Ich habe auch keinen Sponsorship oder irgendwas. Ich liebe es einfach. Es ist toll. Und ja, das gleiche gilt für diese Glambox, nein, Glamshop-Lidschatten. Glamshop ist irgendwie der Name, finde ich. Der ist so nichtssagend, aber die Lidschatten, wow. Ich zeige es euch mal näher. So, da siehst du das mal.
Auch hier werde ich dir ein Tageslichtbild einblenden, glaube ich. Ich werde das morgen nochmal schminken, den Look, aber wow. So, hier habe ich mal den Hololidschatten für dich auf den Augen. Ist das nicht krass oder Wahnsinn? Das ist so ein Gefunkel. Du siehst hier auch nochmal den Bronzer. Sehr, sehr schöner Effekt. Mir gefällt es total gut. Jetzt gehe ich mal in Schatten und siehst du, da fällt das gar nicht auf. Das ist nur in der Sonne so krass. Ah, I like. Das ist 5-Minute-Glam, sag ich mal. Da machst du nicht viel und du siehst wirklich aus, als hättest du da Arbeit reingesteckt und vor allem bist du ein Eyecatcher. Richtiger Eyecatcher. Ja, mir gefällt das total gut, vor allem zu so einem frischen Sommerlook, oder? Was meinst du? Das sieht doch gut aus. Ja, und wie gesagt, auch die anderen Farben, auch diese nicht holographischen Farben, sind richtig, richtig schön. Also, wenn du Lust hast auf richtig glitzernde Lidschatten, richtig heftige, aber nicht grober Glitzer, sondern so ganz fein oder eben sogar Hololidschatten, dann schau doch mal bei Glam Shop vorbei. Die Preise sind auch wirklich in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und der Versand ging auch alles einwandfrei. Ich musste nur Google Translate für die Seite benutzen. Kannst du ja, wenn du Google Chrome benutzt, einfach einstellen, du willst es auf Deutsch und dann hast du die Seite auf Deutsch. So, ja, ich hoffe, dein kleines Video hat dir gefallen. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich habe mindestens einen heiligen Gral gefunden, vielleicht sogar einen zweiten. Und na, die sind auch nice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Video war nichts, was mich irgendwie enttäuscht hätte. Finde ich alles geil. Ja, und dann, ja, dann hoffe ich, du lässt mir einen Daumen nach oben da. Und ich hoffe, du lässt mir ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dann, meine Lieben. Ciao.